Wir würden das Osterevangelium. Die Verse 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Maria Magdalena und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten, und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.
Wir wollen Emmet Neel Sekor taufen. Und wir tun das nicht aus eigenem Antrieb, sondern wir tun das, wir taufen, weil Jesus uns das geboten hat. Wir hören, was Jesus sagt. Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I have always been with you, even unto the end. Emmets Mama heißt Emma. Liebe Emma, Sie haben als Taufspruch für Emmet auf ein Wort aus dem Jakobusbrief ausgesucht. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechselt bei ihm Licht und Finsternis. The Bible verse for Emmet's baptism is from the Epistle of James. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ein Kind ist ein ganz besonderes Gottesgeschenk. Sie haben gesagt, ich liebe alles an ihm, an meinem Sohn Emmet. Gott hat ihn wunderbar gemacht. Er ist willkommen, er ist vollkommen. Er ist noch ganz auf andere Menschen angewiesen. Und zugleich hat er Gaben und Fähigkeiten, von denen wir noch gar nichts ahnen. A child is a very special gift from God. Emma, you once said about your son, I love everything about him. God created him perfectly. He is absolutely perfect. Right now, he's still dependent on other people, but at the same time, he has gifts and skills that we don't even know about yet. Sie, Emma, sind in Liberia groß geworden. Ihre Großmutter ist mit ihnen zur Kirche gegangen. Sie waren in der Sonntagsschule, schon als sie so klein waren wie Emma jetzt. Und dann sind sie bei der Jugend gewesen und dann bei den jungen Erwachsenen in der Kirche. Erst ging es in die Kirche und dann ist man zum Essen gegangen. Sie haben gelernt, es ist gut, Gott zu danken. You, Anna, grew up in that area. Your grandmother went to church with you, went to Sunday school, even when you were as small as Anna is right now. Then you were part of the youth, and afterwards part of the young girls in the church. On Sunday, first you went to church, then you had lunch. You learned how good it is to thank God. Gott zu danken. An guten Tagen fällt uns das leicht, wenn wir Freunde treffen, wenn wir draußen sind unter dem Sternenhimmel. Wenn wir uns über ein kleines Kind freuen, wie aufmerksam Emmet ist, auch gerade jetzt, und wie hübsch er ist. An guten Tagen sagen wir gerne Danke zu Gott. It is easy to
to go right. We can't see the people we love because of the worldwide pandemic or because we are oceans apart. Sometimes we feel lonely. Sometimes we feel like nothing will ever go right again. We only see the heavy things, or we are pulled apart between happiness and sadness, between darkness and light. Bei Gott ist das nicht so. Gott schwankt nicht zwischen Schatten und Licht. Gott wendet sich niemals von uns ab. Er sieht uns immer freundlich an, egal wie sehr wir schwanken. Sogar wenn wir vergessen, mit Gott zu reden, ihm zu danken oder ihn um etwas zu bitten. Gott will unser Leben ganz und gar mit uns teilen. Deshalb hat er uns seinen Sohn geschickt, das kostbarste Geschenk, Licht für die Welt. Jesus ist durch die tiefste Dunkelheit gegangen, damit wir nicht alleine sind, an keinem Ort der Welt. Er ist auferstanden und er ist immer da. Er nimmt uns das Schwere ab, den Kummer, die Schuld, und wir müssen gar nichts dafür tun. Das ist sein Geschenk für uns, und wir können fröhlich warten. Light in darkness. He never turns away from us. He always smiles upon us, even if we forget to talk with him, if we forget to thank him, or even to ask for help. God wants to share our love, and because of that, he sent his son, the most precious gift of all, the light for the world. Jesus went into the deepest darkness. He went into the grave so that we are not alone. And he was resurrected. We are not alone anywhere in the world. He's always with us. He takes everything that is heavy and dark from our shoulders. The sadness, the guilt. We don't have to do anything for it. This is his present for us, so that we can live happily. Live happily, fröhlich weitergehen, das wünschen wir Emmet See. Dass er, Emmet, nee, ist richtig. Dass er fröhlich seinen Weg geht, dass er Gott kennenlernt, den Vater Jesu Christi. Emmet ist gesegnet, denn Gott hat ihn lieb, für immer und ewig. Living a happy life, that's what we wish for, Emmet. That he can be happy, that he can meet God, that he can learn about the Father, Jesus Christ. May he be blessed, because God loves him, for now and eternity. Thank you.
blessing. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, please hold your hands over his head. Emmet, God bless you. May he protect your life and your health. May he give you a bright mind and an open heart. May he awaken faith in you and keep you in the global community of Christians. Peace be with you. Amen. God bless your hands and all that you do with them, and that they may be tender and gentle and learn to help, comfort, and bless. God bless your eyes, that they may see the beauty in the world. And people rejoice when you look at them. God bless your ears, that they may hear the sound of the voices of your mother and your friends and the singing of the birds. God bless your mouth, that it may laugh and learn words that do good to others. God bless your nose, that you may smell the fragrance of flowers and bread and be filled with a desire for life. God bless your heart, that it may remain open to the people you meet. Make it firm in faith, wide in love, and strong in hope. May the merciful God bless you. Amen. Amen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Here's a small gift of our parish, a book, a song, Weißt du, wie viele Sternlein stehen? German children's prayer song. He's got the whole world. Licht in uns.
sollten, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. In seinem Namen beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.